Rotzung von der Redezeit. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Pandemie tobt noch immer weltweit und wir verzeichnen eine Beeinträchtigung des gesellschaftlichen Lebens, aber natürlich auch sehr große wirtschaftliche Schäden. Man kann ruhig sagen, dass das Coronavirus eigentlich unser gewohntes Leben auf den Kopf gestellt hat. Und das möchte ich vorausschicken. Wir haben mit einer ungeheuren Kraftanstrengung, und wir, da meine ich also die Bevölkerung und alle Beteiligten, erreicht, dass unser Gesundheitssystem standgehalten hat und ein massiver Anstieg an schweren Erkrankungen und Todesfällen hat verhindert werden können in Oberösterreich. Die Infektionskurve ist aufgrund dieser Maßnahmen massiv gefallen und jetzt, nachdem Lockerungen eingeführt worden sind, steigt eben diese Kurve wieder deutlich an. Das heißt, die Corona-Gefahr ist also keineswegs in irgendeiner Form gebannt. Wir sind den Virus nicht los und solange wir kein Medikament haben und solange wir nicht eine Impfung haben, wird es wahrscheinlich nötig sein, dass wir uns an diese Art des Lebens auch ein Stück gewöhnen. Und Oberösterreich ist jetzt leider speziell zum Brennpunkt sozusagen einer zweiten Welle geworden oder einer Steigerung. Das ist wirklich bedauerlich und das fordert natürlich auch ein rasches und entschiedenes und auch überlegtes Vorgehen. Und es hat die Kritik an den Vorgehensweisen zuletzt also massiv zugenommen. Es haben Eltern und Kinder protestiert. Ich habe teilweise auch Verständnis dafür gehabt. Ich glaube, alle von uns haben irgendwelche Rückfragen und Beschwerden bekommen. Die Entscheidung, dass also in 5 Bezirken die Kinderbetreuungseinrichtungen und die Schulen flächendeckend geschlossen werden, war eine aus gesundheitspolitischer Sicht eine akute Entscheidung. Dass die für die Eltern, für die Lehrer und für die Schüler überfallsartig gekommen ist, ist eigentlich klar. Das, was ich sagen möchte, ist, dass ich glaube, dass wir für den Herbst einen Plan entwickeln müssen und der ist ja auch in Arbeit, wie wir in Zukunft umgehen damit, wenn sozusagen so etwas wieder eintritt. Es ist natürlich schwer nachvollziehbar, wenn man sozusagen eine Schule hat, wo es einen positiven Fall gibt und eine andere Schule, wo es keinen positiven Fall gibt. Die eine Schule mit dem Positiven wird nicht gesperrt, die andere wird gesperrt und dazwischen ist eine Bezirksgrenze. Das ist natürlich sozusagen etwas, was meiner Meinung nach nicht immer verstanden wird. Und ich bin auch der Meinung, dass man sozusagen im Herbst hier differenziert auch nach Schulen oder nach Schulstandort auch vorgehen sollte. Im Übrigen glaube ich, dass sich die Eltern und Erziehungsberechtigten darauf verlassen können müssen, dass wenn so etwas eintritt, natürlich auch ein Betreuungsangebot da ist, damit sie also nicht aus dem wirtschaftlichen Leben entsprechend Heraussicherheit haben und dass sie also wissen, dass die Kinder auch entsprechend gut betreut sind. Das ist auch die Herausforderung für diesen Sommer, weil also viele Eltern keinen Urlaub mehr haben. Und was die Testkapazitäten betrifft, ich glaube, es ist dringend nötig, dass wir sie ausweiten. Landeshauptmann Stelz hat ja schon gesagt, dass also jetzt die Tests massiv hinaufgefahren wurden. Vor allen Dingen, was die Verdachtsfälle und Kontaktpersonen der Kategorie 1 betreffen, die also keine Symptome haben. Und ich hoffe sehr, dass die Methode der Gurgellösung, die TU Wien ja jetzt testet, dass das auch wirklich dann funktioniert, weil das natürlich auch eine Möglichkeit wäre für größere Einrichtungen, vor allen Dingen auch bei Schulen, einmal festzustellen, ist der Virus da oder ist er nicht da? Und dann kann ich auch entsprechende Maßnahmen differenziert setzen. Und dass nicht alles so läuft oder rund gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht hätten, das glaube ich auch. Also ich kenne einen Fall, wo ein Mann zum Hausarzt geht mit Fieber. Die Ärztin meint, wäre doch Covid-Verdacht, 1450 angerufen wird, die verständigen die BH und die sagt dann, kennen Sie wen, der es hat? Der sagt, nein, kenne ich nicht. Haben Sie noch was anderes? Nein, ich habe nur Fieber. Nein, dann tun wir nichts, gehen Sie heim. Die Person
9 Tage zu Hause, geht einkaufen, weil alleinstehend, also er hat niemand. Und am 9. Tag geht es halt so schlecht, dass er in die Akutambulanz geht und dort dann festgestellt wird, er hat Covid-19. Da sind 9 Tage vergangen, die man nützen hätte können. Und es ist wahrscheinlich auch so, dass er mehr oder minder auch ein Risiko für die anderen war. Also da glaube ich wirklich, dass es notwendig ist, dass man da entsprechend schneller und engmaschiger testen und vor allen Dingen im Zweifelsfall immer testen. Ich habe jetzt mitgenommen aus der Rede, dass das eigentlich jetzt auch ein Stück geplant ist und dass man also wirklich jetzt beginnt, diese Kapazitäten hochzufahren. Das ist absolut notwendig, weil ich glaube, dass wir sonst dieses Virus nicht in den Griff bekommen werden. Und was ich noch dazu sagen möchte, die Testergebnisse, das ist auch noch wichtig, müssen schneller übermittelt werden. Es kann nicht sein, dass man sagt, okay, da ist jetzt ein langes Wochenende dazwischen und jetzt warten wir halt 4 Tage sozusagen. Das muss im Endeffekt schneller sein, weil alles, was verloren ist an Tagen, ist etwas, was die Infektionskurven sozusagen steigen lässt. Und in diesem Sinne, Sie haben das Leuten gehört, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.